Vor vielen Jahren, im Reich von Apollyon, hinter dem Garten der vier Flüsse, in der Region Abaddon, da gab es eine alte Stadt. Ihr Name in alter Sprache lautete Univera-Flucht. Aber die Zeit verging und ein Mann mit einem brillanten Verstand namens Lux änderte ihn schon bald um in Unverflucht. Auch wenn das für einige ein Wunschdenken war. Denn die Stadt war tatsächlich verflucht. Und mit dem fortwährenden Verfall hatten die Bewohner keine andere Wahl, als für ihre Existenz ohne Unterlass zu arbeiten. Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte gingen ins Land und die Zahl der Einwohner sowie die der Arbeitskräfte stieg stetig an. Die Stadt wurde beherrscht von den Aufsehern, den Nachkommen von Lux. Durch die brillante Organisation und durch endlose Verschiebungen von Zeitplänen hielt man die Stadt und deren Bevölkerung Nächster. Auf Trab. Hartnäckig Huber! Nächster! Christian Pilger! Nächster! Arbeit war von enormer Bedeutung, weshalb eines Tages eine große Aufregung entstand, als festgestellt wurde, dass... Ein Mann ist verschwunden! Was? Zurücktreten! Noch einmal und... Oh mein... Reiß schnell alles runter und verbrennt es. Und zwar alles. Beeilung jetzt. Aufseher Nummer 6 wird jede Minute hier sein. Und wenn ich ihr wäre, würde ich sehr vorsichtig sein. Ihr wollt euch doch hier keine Krankheiten einfangen. Aha. Das ist er. Recht hast du. Das ist getreu Pfadfinder. Puh. Was für ein Spinner. Naja, das Träumen kann man einem Mann doch nicht verübeln, oder, Hartnäckig? Auch wenn er wirklich ein Spinner ist. Er war ein Spinner. Nur ein Spinner wäre dumm genug, sich über die Grenzen hinauszuwagen. Es kommt nie was Gutes dabei raus, von den Regeln abzuweichen, sage ich immer. Gar nichts. Über die Grenzen, sagst du? Dort ist er hingegangen? Ja. Und jeder weiß, dass hinter den Grenzen der Tod auf ihn wartet. Stimmt doch, oder? Wie ist dein Name? Christian, Herr Aufseher. Ich meine Christian, Sie sind der Herr Aufseher, offensichtlich. Dir soll doch nicht das gleiche Schicksal widerfahren, was ihm passiert ist, oder? Was auch immer getreu zu dieser Abweichung getrieben hat. Nein, ganz sicher nicht, natürlich nicht, niemals, nein. Gut. Und vergesst nicht, jeden dieser Papierfetzen abzureißen. Jede Skizze, jede Notiz. Und du? Ja, bester Aufseher? Ich habe eine Aufgabe für dich. Aber ja, immer gerne, bester Aufseher. Ah!
Was hat sich dieser Getreu-Pfadfinder wohl gedacht, frag ich mich. Man erzählt sich, dass niemand dieses Buch einfach nur findet, sondern vielmehr, das Buch findet einen. Und so begab es sich, dass Christian anfing zu lesen. Und zu lesen. Und zu lesen. Und zu lesen. Unfähig, sich von den Seiten zu lösen, las er das Buch die ganze Nacht und den ganzen Tag und auch den ganzen nächsten Tag. Je mehr er las, desto mehr machte er sich Gedanken darüber, was richtig und was falsch sei. Und dies wurde zu einer großen Belastung für ihn. Christian las über Dinge, die er sich niemals vorstellen konnte. Über Freundlichkeit, von der er nie wusste, dass sie existiert. Über unrechte Dinge, die man wieder gut machen müsste. Über die Ursprünge der Stadt und einen herannahenden Krieg? Wir müssen hier raus, Christine. So steht es hier drin und ich glaube ganz fest daran. Und Krieg wird die ganze Stadt zerstören. Wir müssen also fliehen zu dieser himmlischen Stadt, der Stadt des Lichts. Die Stadt des... Das ist dein Buch, Christian. Wenn du es lesen würdest, dann würdest du es verstehen. Es macht alles... Sinn? Du verlangst von mir und von den Kindern, dass wir dir über die Grenzen folgen? Nein, Christian. Es macht keinen Sinn. Überhaupt gar keinen. Seit du vor ein paar Tagen angefangen hast, dieses Buch zu lesen, redest du die ganze Zeit wie ein Verrückter. Die Stadt wird zerstört werden. Die Stadt wird niedergebrannt. Es ist schwer für mich und die Kinder, dich so in diesem Zustand zu sehen, so gekrümmt und gebrochen. Ich spüre eine Last. Last? Welche Last denn, Christian? An dir ist doch nichts außer Haut und Knochen. Je mehr ich lese, desto mehr lastet es auf mir. Siehst du es nicht? Oh, Christian. Ich weiß. Das alles klingt verrückt, ich weiß. Aber ich liebe dich und ich möchte doch nur das Beste für uns alle. Wenn die Stadt zerstört wird... Oh. Wenn diese Stadt zerstört wird, will ich nicht, dass dir, den Kindern oder sonst einem der Bewohner dabei etwas zustößt. Ich liebe dich, Christine. Ach. Dann wähle. Was? Ja, dann entscheide dich. Die Kinder, ich, wir können dich nicht mehr so sehen, Tag ein und Tag aus. Du musst dich entscheiden, was du machen willst. Hier bei uns bleiben oder gehen. Weil wir nicht mitkommen werden. Auf keinen Fall. Bester Aufseher. Irgendwelche Zeichen? Zeichen? Oh, viele. Also eins ist gleich hier drüben, sehen Sie? Von dem verschwundenen Mann, du Narr. Oh, ja. Natürlich. Nun, ja und nein. Ja und nein? Oh, wir folgten seinen Fußspuren hinter die Grenzen, bester Aufseher. Zu dem Sumpf der Mutlosigkeit. Dort ist er also gelandet. Der Sumpf. Nun, das Wort nein muss ich noch ergänzen. Besser. Was meinst du damit? Tja, wissen Sie, seine Fußspuren, die führten uns in und aus diesem Sumpf. Und zwar in die äußeren Sektoren. Es scheint, dass... Treue
noch lebt. Noch lebt? Oh, oh je, oh je, oh je. Der Master wird nicht erfreut sein, oder? Wenn ich von ihm höre, bist du der Erste, der Bescheid weiß. Oh, ja, natürlich. Wir dürfen nicht noch mehr Männer verlieren. Und schon gar nicht vor dem Krieg, aber... Der Master muss es wissen. Zurück in die Stadt. Verbreite das Gerücht, dass Getreu so etwas Schlimmes passiert ist, das man kaum erzählen mag. Je weniger du sagst, desto mehr tut ihre Vorstellungskraft das Übrige. Ja, brillant. Ja, ein brillanter Plan. Geh, verliere keine Zeit. Oh, natürlich, bester Aufseher. Ich beeile mich. Master! Was ist? Master! An meinen Posten muss ich nicht erinnert werden, verstanden? Ja, natürlich. Ich komme zum Thema. Ein Mann namens Getreu gilt als verschwunden. Ich meine nicht wirklich verschwunden, denn er ging über die Grenzen in die äußeren Sektoren. Verstehe. Ich wusste, dass Sie Verständnis haben, Master. Wir werden versuchen, ihn zu... Woher willst du wissen, dass ich Verständnis habe? Verschwinde! Das passiert nicht nochmal, Master. Ich versichere Ihnen... Elendiger! Master? Sei wachsam. Ein Dummkopf hat die Tendenz, andere überzeugen zu wollen. Was mache ich nur? Ich habe nur diese Karte. Was ist, wenn ich nicht rechtzeitig in die Stadt zurückkehre, um sie zu retten? Was soll ich nur tun? Was soll ich tun? Ich glaube, die Frage kann ich dir beantworten. Ich habe sie nicht gesehen. Ich bin auch eben erst gekommen. Mein Name ist Evangelist. Nun, was soll ich tun, hast du gefragt. Ich werd's dir sagen. Flüchte! Flüchte? Zögere nicht. Verschwende keine Zeit. Tu, was du tun musst. Bald wirst du mit den Augen sehen, was du im Herzen fühlst. Dann bist du dieses Ding von deinem Rücken los. Sie können es sehen? Ja, natürlich kann ich das. Du trägst da eine sehr große Last mit dir herum. Es scheint mit jedem Tag mehr zu wachsen. Wie deine Sorgen, mein lieber Freund, so auch deine Bürde. Aber du wirst es niemals alleine loswerden, ich garantiere es dir. Schau, siehst du dieses Portal da drüben? Portal? Wo? Auf jetzt, wisch deine Tränen nicht weg, sieh durch sie durch. Manchmal bringen uns unsere Tränen auch etwas Klarheit. Ich weiß nicht. Sieh hinter deine Sorgen, guter Christian. Warten Sie. Ich glaube, ich sehe es jetzt. Da ist es. Ich sehe es. Neben dem Licht. Gut, jetzt hör mir zu.
Behalte das Licht im Blick und geh direkt auf es zu. Du gehst nicht nach links, nicht nach rechts. Geh direkt darauf zu. Sehr gut. Und schon bald kommst du zu dem Portal. Zum Portal. Dort wird dir gesagt, was du tun sollst. Geh jetzt. Jawohl. Beeil dich! Verschwende keine Zeit mehr! Lauf! Lauf? Aber wieso? Weil die, die es gut meinen, nicht immer wissen, was am besten ist. Die, was? Ich glaube, ich habe was gehört. Komm mit! Lauf! Da hinten! Ich glaube, ich sehe ihn! Christian! Christian, um Gottes Willen! Heilige Mutter Gottes! Hartnäckig? Was machst du denn hier? Dich davon abhalten, ein noch größerer Dummkopf zu werden, als du sowieso schon bist. Deine Frau hat mir erzählt, was passiert ist. Und ich lasse muss dich nicht gehen, aber bis du mir versprochen hast, mir zuzuhören. Verstanden? Ich muss. Nein. Nicht weiter. Schon gut, schon gut. Na, endlich. Willig, vielen Dank fürs Schmiere stehen. Du hast ihn. Und? Gehen wir jetzt zurück? Nein. Na gut, dann. Noch eine gute Reise. Komm sofort zurück. Claro. Und wo willst du jetzt hingehen? Ich sagte, dass ich zuhöre. Nicht, dass ich stehen bleibe. Ach, verflixt. Warte auf mich, Christian. Und warum sollten wir unsere Liebsten einfach zurücklassen? Ja. Wieso? Weil alles, was der König seinen Untertanen in der himmlischen Stadt verspricht, gegen alles andere verblasst. Uns erwartet dort die pure Lebensfreude in Gegenwart des Königs. Oh! Nie wieder Sorgen. Oh. Straßen, die aus Gold gepflastert sind. Die Stadt, die ich zurücklasse, ist voll von Schrecken und Kummer. Stimmt, da ist was dran. Sei doch einfach ruhig, du hilfst uns hier wirklich nicht weiter. Okay. Die Stadt, die ich suche, ist voller Freude und Spaß. Und das für immer. Ich will diese Stadt finden und ich will anderen erzählen, wie man sie erreicht. Ihr könnt alles im Buch nachlesen, versteht ihr? Hier. Nein, verstehe ich nicht. Und ehrlich gesagt will ich das auch nicht. Dieses Buch hättest du niemals anrühren dürfen. Es bringt dich nur auf verrückte Ideen und Träumereien. Oh. Apropos Traum, es wird spät und ich habe mein Kissen nicht dabei. Und? Kommst du jetzt mit oder nicht, du langsamer, sturer Bock? Ich wollte dich soeben gerade das Gleiche fragen. Ich sehe schon, du bist auch ziemlich hartnäckig, aber auf negative Art und Weise. Komm schon, Willig, lass ihn doch gehen. Wir haben's versucht. Hast du mich nicht gehört? Hast du ihn nicht gehört? Straßen voll Gold! Nie mehr Sorgen! Was? Bist du verrückt? Na gut. Also dann. Zu viel Arbeit. Eine kaputte Stadt. Straßen voll Gold. Nie mehr Sorgen. Bis dann. Was? Ist doch nicht schlimm, seine Meinung zu ändern. Nicht zu übersehen. Willst du deine Meinung denn nicht auch ändern, hartnäckig? Sehe ich so aus, als würde ich das tun? Ihr Narren, geht in Richtung Tod. Oh, deine arme Frau und sämtliche Aufseher werden alles von mir erfahren. Und? Straßen voll Gold? Nie mehr Sorgen? Sag schon, was ist da noch? Unendliches Leben, innerer Frieden, Freude und Spaß in der Gegenwart des Königs, leuchtende Gewänder... Oh, wie schön. Worauf warten wir denn noch? Lass uns so schnell wie möglich. Was ist das? Matsch? Oh, Matsch! Willig!
geht es dir? Nimm meine... Ich wusste doch, dass ich nicht auf dich hören darf. Ja. Straßen voll Gold. Leuchtende Gewänder. Leuchtende Gewänder! Wenn das jetzt am Anfang schon alles erstunken und erlogen ist, wie soll ich dir dann bitte glauben, dass das am Ende noch besser werden könnte? So viel zu diesem Buch. Ich habe kein Problem, meine Meinung zu ändern. Nein, Sir! Bitte! Hilf mir! Du hast gerufen? Hä? Ich habe um Hilfe gerufen. Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Und dann bin ich gekommen. Helfer ist mein Name. Oh, danke. Besser? Wieso hast du denn nicht die Treppe benutzt? Treppe? Nun ja, man sieht sie kaum. Der König hat diese Treppe hier für Leute wie dich bauen lassen, aber kaum ist der Sumpf einmal trocken, füllt er sich schnell wieder mit den Ängsten, Zweifeln und Entmutigungen von denen, die es soweit geschafft haben. Und das ist... Ja! Sieht aus wie Matsch. Klebt wie Matsch. Und... Es zieht einen Menschen auch runter wie Matsch. Aber es ist keiner. Es ist ein Sumpf voller Ängste. Der Sumpf der Entmutigungen. Ein Ort, an dem Menschen wie dein Freund eben schnell aufgeben, bevor sie überhaupt anfangen. Aber er hatte schon recht. Recht? Mit dem zurückzugehen. Aber... Diese Reise, auf der du dich eingenässt hast, das meine ich nicht zweideutig. Nein, nein. Ist nichts für zarte Gemüter. Überhaupt nicht. Und dieser Sumpf ist gar nichts. Im Gegensatz zu dem Ärger, der noch kommt. Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Kennen Sie den himmlischen König? Er hat mich geschickt. Haben Sie auch die himmlische Stadt gesehen? Na sicher doch. Dann bitte zur Seite. Ich weiß, der Weg wird sehr hart. Darüber stand viel in dem Buch. Ich kann nur auf die Hilfe des Königs hoffen, sofern ich diese Reise fortführe. Und das werde ich auch mit Sicherheit tun. Und ich brauche keine Überzeugung, Christian. Denn ich zweifle nicht, dass du dein Gesicht dem Licht zuwendest und nicht zurückblickst. Setz deine Reise fort. Und vergiss eins nicht. Hilfe ist jederzeit verfügbar. Ich bin nicht weit weg. Danke vielmals für... Da war noch Matsch. Du hattest eben noch etwas Matsch auf deiner... Bis dann! Und denk dran, Hilfe ist jederzeit verfügbar. Ich bin nicht weit weg. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ein weiterer Mann ist weg. Oh, das wussten Sie schon? Ja, allerdings. Und unser Master offensichtlich auch. Er ist durch den Sumpf in die äußeren Sektoren gelangt. Das heißt, wir können gar nichts tun? Oh doch, das können wir. Dass er dorthin will, daran können wir nicht hindern. Aber wir können ihm davon abraten, mit Angst, mit Zweifel, mit Stolz. Es gibt eine Menge Arten von Überzeugungen.
Was würde ich nicht tun, um dieses Ding loszuwerden? Ich gäbe alles auf der Welt her, um... Was ist denn bloß mit dir los, mein Junge? Und was in aller Welt ist dieses furchtbare Ding auf deinem Rücken? Dass ich gerade auf dem Weg in die himmlische Stadt bin. Wo sind meine Manieren? Wortgewandt ist mein Name. Wort zuerst, Gewand zuletzt. Und bring sie niemals durcheinander. Was sagtest du eben? Dass ich gerade auf dem Weg in die himmlische Stadt bin, mit Hilfe des Portals. Dort kann ich endlich diese große Last loswerden, die mit jeder Stunde schwerer wird. Ah, ich verstehe deinen Standpunkt, lieber Junge. Aber... Was? Nun, wer sagte dir, dass du dieses Ding dort loswerden kannst? Ein guter Mann, der mir zur Hilfe kam, als ich sie brauchte. Evangelist. Oh, natürlich. Oh, wei, wei, wei. Was ist los? Und du bist schon so weit gekommen... Was? Nun ja, dieser Evangelist. Ja? Nun, er ist etwas... Also, er ist... Ja, er ist verrückt wie ein Vogel. Der Arme hat seinen Kopf in den Wolken. Oh nein. Also, was im Himmel hat sich der Evangelist nur gedacht, dich in diese Richtung zu schicken. Dort warten nur Schrecken und Gefahren auf dich, die du angesichts der Schrammen und Tränen und des Matsches schon durchleben musstest. Also, geh bloß nicht in diese Richtung, das ist wirklich Blödsinn. Geh besser in die Richtung, das ist kein Blödsinn. Aber, leg dich nicht mit mir an, sondern hör zu. Also, du gehst einfach diesen Weg entlang. Braver Junge. Geh einfach immer geradeaus und bleib bloß nicht stehen, egal wer oder was dir entgegentritt. Geh einfach nur in diese Richtung, bis du schließlich in einem Dorf namens Moralingen ankommst. Dort wirst du den Hügel finden. Du wirst wissen, wenn du dort bist, weil die Zeichen und Schilder es dir mitteilen werden. Denn dort und nicht an diesem dämlichen Portal, von dem du mir erzählt hast, wird dir gesagt werden, wie du dieses hässliche Ding loswirst. Wer bist du? Ich sagte, wer bist du? Mein Name ist Christian und ich soll einen freundlichen Mann mit dem Namen... gesetzlich finden. Ein Mann bin ich schon, aber freundlich bin ich nicht. Mir wurde gesagt, dass Sie mich vielleicht von diesem... Hör auf zu stottern und spuck es endlich aus! Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Aber könnten Sie mir dieses Ding hier entfernen, bitte? Oh ja, das kann ich. Oh, gut, dann bitte tun Sie es. Nun, ich kann ja wohl schlecht zu dir einfach hinunterkommen, oder? Ich bin doch ein Berg. Du musst zu mir hinauf. Aber wie? Folge den Anweisungen. Und welchen? Allen von Ihnen natürlich. Und welchen? Aber hier sind so viele. So viele? So viele? Da können doch nicht genug sein. Komm schon, du willst doch diese Last loswerden, oder nicht? Komm rauf!
Tu, was ich sage! Mach schon! Du bist immer noch zu weit weg, ich kann dich ja kaum sehen! Streng dich an! Streng dich an! Du musst das schon selber machen! Du hast ein Zeichen übersehen! Du hast eins übersehen, habe ich gesagt! Ich kann nicht! Du erwartest, dass ich dir helfe, wenn du dir selbst nicht mal helfen kannst? Steh schon auf! Oh, was mache ich nur hier? Oh. Wie bist du denn nur so schnell von deinem Weg abgekommen? Ich weiß nicht. Ha! Oha! Na komm, holen wir dich unter dem ganzen Schutt raus. Oh. Gebote helfen dir bei deiner Suche nicht, Christian. Sie werden dich nur daran erinnern, dass du sie dir nicht alle merken kannst. Herr Gesetzlich könnte dich niemals von deiner Last befreien. Wie bitte? Ich sagte... Ich zeige euch jetzt, wozu ich fähig bin. Macht euch bereit für meine Stärke, ihr elenden Narren. Lauf! Ich werde euch unter mir und meiner Kraft begraben und befreie die Welt von deiner Last. Und dir. Tja, hier sind wir wieder. Indem Herr Gesetzlich sich über uns warf, hat er uns wieder auf den alten Weg gebracht. Der Weg, von dem du abgekommen bist. Das war wirklich nicht meine Schuld. Oh, verstehe. Da war dieser Mann. Mr. Wortgewandt, weiß man. Ach, dieser Schurke. Nun... Er sagte, es gäbe einen einfacheren Weg, die Last loszuwerden, und ich... Bin von dem Weg abgekommen. Ich dachte... Du dachtest, der König würde dich auf den falschen Weg schicken. Nun, nein, ich... Siehst du denn nicht, du bist selbst schuld an deinem Elend, weil du dich einfach nicht an die Anweisungen des Königs gehalten hast, Christian. Sie haben recht. Es ist meine Schuld. Ich hätte nicht auf Mr. Wortgewandt Weißmann hören sollen. Ich bin ganz alleine verantwortlich und es tut mir leid. Vergebe dir. Was? Ich? Vergebe dir. Wenn unsere Tränen ein Zeichen der Buße sind, dann bereust du. Der König sagte, jeder Fehltritt wird vergeben sein. Los, steh auf und mach dich wieder auf den Weg, denn du hast keine Zeit zu verlieren. Nur bedenke, Christian, dass diese Täuschung dir schließlich zwei wichtige Dinge gezeigt hat. Erstens, dass es möglich war, dich sehr schnell von deinem Weg abzubringen. Und zweitens, dass du solche Schwierigkeiten und Hindernisse auf deiner Reise lieber meiden solltest. Und jetzt zum Portal mit dir. Und denke stets daran, lieber Christian, lass dich nicht nochmal von deinem Weg abbringen. Du bist elendig, gescheitert. Aber ich habe ihn vom Weg abgebracht. Und dann hast du ihn verlassen. Aber Wortgewandt und Mr. Rechtmäßig. Ich war mir sicher, die beiden würden ihn aufhalten. Er gehörte doch uns. Aber jetzt tut er das nicht. Was wollen Sie denn von mir? Hol die anderen. Sende die Armee aus. Tu, was du tun musst. Ja, Master, ja. Lass ihn auf keinen Fall zum Portal kommen. Halt ihn auf! Halt ihn auf! Yeah.
Ganz ruhig. Das Portal. Endlich. Hilfe ist nicht weit weg! Hilfe! Hilfe! Klopf an und es wird dir geöffnet? Öffnet die Tür! Ja? Mein Name ist Christian und ja? Lass mich rein! Ah, sag das doch gleich! Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Für einen Moment. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich hab's geschafft. Geschafft. Bei uns wird niemand abgewiesen. Was machst du da? Man sagte mir, ich werde dieses Ding los, wenn ich hier bin. Ich glaube, die Worte lauteten, da wird dir gesagt, was du tun musst. Oh, naja, gut, dann... Ich glaube, du läufst besser los. Laufen? Und so wie die aussehen, je eher, je besser. Na los! Aber ich dachte, meine Reise wäre vorbei. Vorbei? Oh nein, mein Lieber, deine Reise fängt gerade erst an und wenn ich du wäre, dann... würde ich mich beeilen. Los! Aber, los! Schnell! Aber woher soll ich denn wissen, wo lang? Geradeaus! Immer geradeaus! Dann kommst du zur Auslegerin! Und jetzt los! Kommt her, ihr geflügelten Ratten! Schleimbeutel! Wie soll ich denn sehen, wo ich... Ich könnte jetzt gut etwas Hilfe gebrauchen. Was ist das?
Ihr wollt, dass ich euch folge? Na gut, ihr kleinen Glühwürmchen. Ich komme mit. Wer sind Sie? Mein guter, guter Junge. Ich bin die Auslegerin. Ich habe dich schon erwartet. Und ich habe ein Haus oder sowas erwartet? Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen, mein guter Christian. Und manchmal bringt dich der Tanz des Lebens zu den wohl interessantesten Plätzen. Der Türsteher hatte recht, wenn er sagt, hier wird dir geholfen. Hast du etwas auf dem Herzen? Das Licht. Es scheint, als würde es ihnen folgen. Soll es doch auch. Ich bin die Auslegerin. Ich bringe Licht, wo sonst Schatten herrscht. Verstehe. Ach ja, wirklich, Christian? Was wirklich? Na, ob du es verstehst. Nun, jetzt verstehe ich es wieder nicht. Auf dem Weg hierher warst du in der Dunkelheit. Ich bin hier, Christian, um dir Licht für deinen restlichen Weg zu schenken. Wer sind die denn? Wir sind Anhänger des Königs, der uns durch das Licht in seinem Buch führt. Die Verheißungen des Königs sind immer an ihrer Seite und ihr Blick ist auf die Dinge gerichtet, die ewig dauern. Vergiss das nie, Christian. Denn du wirst Menschen treffen, die so tun, als würden sie dich zum Licht führen wollen. Doch in Wahrheit führen sie dich ins Elend. Und das? Wer ist das? Passion, die einen Wutanfall bekommt, wenn sie etwas haben will. Wirst du ein braves Kind sein, wenn du groß bist? Geduld hingegen? Scheint die Dinge zu genießen, wie sie kommen. Du lernst wirklich hinzusehen und nicht nur zu gucken, Christian. Sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und die Interpretation hier ist das? Ich muss vermutlich lernen, in Geduld auf die Dinge zu warten, die der König mir versprochen hat, und nicht mehr von meinem Weg abkommen. Die Dinge, die du gesehen hast, werden dir auf deiner Reise helfen. Und zuletzt... Wenn du dich fragst, wieso er in diesem Käfig sitzt, frag ihn. Mein Herr, wieso sind Sie so verzweifelt? Keine Hoffnung. Ich hab Sie nicht verstanden. Mein Herr, ich keine kann Sie nicht... Keine Hoffnung. Nein, keine Hoffnung. Nein, keine... Keine Hoffnung! Keine Hoffnung! Der Mann im Käfig, das war wirklich unangenehm. So kann große Verzweiflung aussehen. Aber was hat er gemeint? Nun, das hast du zu interpretieren, wenn die Zeit gekommen ist. Um dir auf deinem weiteren Weg zu helfen, werde ich dir nun Folgendes sagen. Schau wirklich hin. Guck nicht nur. Hör genau. Und
Und hör nicht nur hin. Jetzt bist du bereit, deine Reise alleine fortzusetzen. Behalte die Dinge, die du heute gelernt hast, in deinem Herzen, auf dass sie dir helfen und dich zu dem Ort führen, nach dem sich dein Herz so sehr sehnt. Be thou my vision, O Lord of my heart. Lord, be all else to me, save that thou art. Thou my best thought by day or by night. Waking or sleeping, thy presence my light. Weg der Geduld. Leidenschaftspassage. Welchen Weg soll ich nehmen? Schau wirklich hin, nicht nur gucken. Ach, das macht für mich keinen Sinn. Aber ich habe mich nicht geirrt, dem Weg des Königs zu folgen, egal wie schwierig das Ganze auch sein mag. Diese Last den Hügel heraufschaffen soll, aber wenn ich immer weitergehe, wird der König mir Kraft geben. Und wenn er mich von dieser Last befreit, was? Oh, ja. Was ist das für ein Ort, der mich nun endlich von dieser Last befreit? Oh, es war richtig, dem Weg des Königs zu folgen. Mit jedem Schritt. Er befreit mich. Ja! Hast du verstanden, was gerade passiert ist, Christian? Wer seid ihr? Wir sind des Königs Herolde. Hast du verstanden, was eben passiert ist? Mein Herz. Es wurde gereinigt. Mein König tat für mich das, was sonst niemand hätte tun können. Er hat mich von meiner Last befreit und mir ein neues Leben gegeben. Stimmt, das hat er, ja. Neue Gewänder für ein neues Leben. Der König hat dich zu einem von ihm gemacht. Du wirst als ein Prinz vor ihn treten, Christian. Mein Herz ist überwältigt und dankbar, dass mir meine alten Lumpen und diese schwere Last endlich abgenommen wurden. Und stattdessen nun dieser Segen, so ein Segen, unvergleichlich. Geh nun,
Setze deine Reise fort. Bald erreichst du den Palast wunderschön. Dort kannst du dich vorbereiten und wirst auf das vorbereitet, was noch auf dich zukommt. Wir konnten da einfach nichts tun. Wir haben es versucht. Aber nicht gut genug. Wir sind gescheitert. Naja, vielleicht sollten wir ihn einfach vergessen. Vielleicht sollten wir ihn in Ruhe lassen. In Ruhe lassen? In Ruhe lassen? Dieser Narr ist jetzt für uns eine noch größere Bedrohung als vorher. Natürlich. Aber wie? Wir werden ihn nicht vergessen. Andere würden das Gleiche versuchen. Nein, er muss aufgehalten werden. Aber, Sir, er trägt das Siegel. Denkst du, ich wäre so hilflos? Hast du nicht mitbekommen, wie viele Reisende ich schon von ihrem Weg abbringen konnte? Wenn ich mit ihm fertig bin, liegt dieser Christian in einer Pfütze mit seinem eigenen Blut. Was war das? Was ist das? Oh, nur ein paar Waldtiere. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich muss doch geradeaus. Hilfe! 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 Komm, guter Christian! Guter Christian, du bist wirklich sehr mutig. Oh. Du bist einer Spur deines Glaubens gefolgt. Es war knapp, aber gut. Mein Name ist Wachsam und das ist mein Zuhause und deins. Mein Herz klopft immer noch. Ich fürchte, ich habe fast meine neu gefundene Freude verloren. Nun, wer keine Angst spüren kann, der muss tot sein. Lass dich dadurch nicht irritieren. Jetzt bist du ja hier bei mir. Und das sind meine Töchter. Einsicht, Weisheit, Gottesfurcht und die süße Liebe. Willkommen in unserer Familie, guter Christian. Danke. Danke für Ihre Gastfreundschaft. Ich habe so etwas noch nie vorher gesehen. Der König der himmlischen Stadt baute dieses Haus, um damit müden Pilgern wie dir Unterschlupf bieten zu können. Es ist jetzt ebenso dein Zuhause wie unseres. Vor dir sind schon einige andere denselben Weg gewandert. Lass deren Mut ein Vorbild für dich sein. Du befindest dich jetzt in deren Begleitung. Ab jetzt gehst du nicht mehr alleine. Und jetzt setz dich doch bitte. Das war der Anlass für meine Reise. Aber ich muss sagen, dass mich jeder Schritt etwas Neues gelehrt und jede Not mich gestärkt hat. Ich habe gelernt, dass der König keine Zeit verschwendet. Und jetzt bin ich hier. Und immer noch ganz. Ja. Und deine Familie? Schwester, aber ich frage doch nur, weil ich sie in deinem Herzen sehe. Es ist das
Einzige, was ich bereue. Ich wünschte, ich hätte meine Familie besser überzeugen können. Es gibt keinen Grund, seine Tränen zu verstecken, guter Christian. Wir sind doch deine Familie. Ich liebe meine Frau. Und ich liebe auch meine Kinder. Es tut gut, von ihnen zu erzählen. Ich trage sie ganz tief in meinem Herzen. Aber auch das Versprechen des Königs. In der Hoffnung, dass sie verstehen und mir folgen oder dass ich meinen Frieden finde, wenn sie es nicht tun werden. Sei dir sicher, dass sich der König deiner Sorgen bewusst ist. Und nicht eine vergossene Träne für ihn ist eine verlorene. Friede sei mit dir, Christian, und leg deine Last zu den Füßen des Königs, damit dir nicht ein Haar ausfällt, ohne dass er es mitbekommt. Nun komm, wir haben ein besonderes Plätzchen für dich. Dort kann dein Geist ruhen, dein Herz und deine Seele. Ich finde ja, das steht ihm. Das stimmt. Und es erfüllt seinen Zweck. Die ist nicht so gemütlich wie meine andere Kleidung. Aber dafür wird sie dir auf deiner Reise sehr nützlich sein. So, dann begleiten wir dich jetzt zur... Macht euch nur keine Umstände! Oh nein! Oh nein! Mir geht's gut. Scheint so, als wäre es schwerer, einen Berg runter, als rauf zu gehen. Ist es schwierig, durch das Tal der Erniedrigung zu gehen? Und wenn du es tust, musst du da alleine durch. Das war's? Hörte sich an, als sagtet ihr, das Tal der... Was ist das hier? Wo bin ich? Nun gut. Ein Schwert? Ein Schild? Rüstung? Die haben mich für einen Kampf vorbereitet. Christian, was machst du hier, an diesem schrecklichen Ort, so weit weg von deinem gemütlichen Zuhause und deiner Familie? Wer sind sie? Erkennst du mich denn nicht? Oh, ich bin doch dein Prinz. Mein Prinz? Ach, ein Schwert. Ich bin unbewaffnet, wie du siehst. Nun, gehen wir doch mal zurück. Was? Christine und die Jungs. Du weißt gar nicht, wie sehr sie dich vermissen. Papa, komm nach Hause! Kennst du doch nur zurück? Du vermisst sie, oder? Bei mir. Das tue ich. Papa, wo bist du? Komm nach Hause! Oh, Christian, wieso? Aber ich bin für den König unterwegs. Und davon lasse ich mich nicht abbringen. Wie ehrenhaft. Glaube mir, niemand bewundert dich mehr, als ich es tue. Aber denke darüber nach. Auch wenn du es bis ans Ende schaffst, was passiert dann mit deinen Liebsten? Dich selber kannst du vielleicht retten, aber die anderen nicht. Nein, am besten kommst du wieder zurück mit mir. Los! Leg dein Schwert ab. Ihr Blick ist auf die Dinge gerichtet, die ewig dauern. Vergiss das nicht, Christian. Denn du wirst Menschen treffen, die nur so tun, als führen sie dich zum Licht. Doch in Wahrheit führen sie dich... ins Elend. Was?
Der König hat mich niemals betrogen. Und ich werde ihn auch nicht hintergehen, Sie Betrüger, Sie Lügner, Sie Thronräuber wollen mich elendig täuschen. Ich habe unter Ihnen gedient und fand nichts als Elend. Sei still! Meine Treue gilt nur noch dem himmlischen König. Ach ja? Sie hörten recht. Wie oft hast du auf deiner Reise dein Wort nicht einhalten können? Du bist eine Schande für diesen besagten König. Das ehrt seine Gnade und Vergebenheit noch mehr. Sie sind ein Betrüger, der seine Opfer mit unsichtbaren Fesseln ankettet. Der König hat meine gelöst und ich bin frei. Ich folge ihm. Dann würde ich an deiner Stelle die Reise aufgeben, denn ich schwöre, du wirst nicht mehr weitergehen. Wir sehen uns wieder, Christian. Wenn dich die Wellen überwältigen, wenn sich die kalten Arme des Todes um deine elende Seele legen, werde ich da sein. Getreu? Und du bist? Und du hast das Buch gefunden? Und habe so über den bevorstehenden Krieg gelesen. Die Ursprünge unserer Stadt. Die verfluchte Stadt. Das komplette Gegenteil von der Stadt, zu der wir beide jetzt unterwegs sind. Eine Stadt für die Ewigkeit. Evangelist? Haha, schön, dich zu sehen, Christian. Dieser Mann hat mir den Weg gezeigt. Aber auch ich habe ihm viel zu verdanken. Ich stehe ebenfalls tief in seiner Schuld. Aber rede doch, was führt dich hierher? Der Genuss deiner Gesellschaft. Und, habt ihr etwas Hunger? Ha, ein doppelter Segen. Und er kommt zum perfekten Zeitpunkt. Setzt euch, Freunde, und ruht euch etwas aus. Ha, ha, ha.
Ich bin froh, nicht nur, dass ihr so viele Herausforderungen hattet. Ihr habt sie durch euren Glauben gemeistert und euren Reiseweg fortgesetzt. Die Krone, guter Christian und Getreu, erwartet euch beide und bleibt für immer. Aber seid gewarnt, meine Freunde, dass ihr den größten Horror noch nicht hinter euch habt. Weil? Was hast du uns noch zu sagen? Du bist nicht nur hier wegen des Tees. Da ist mehr, oder? Ihr dürft nicht erwarten, dass jetzt keine Schwierigkeiten mehr kommen. Aber wir haben uns doch schon als würdig erwiesen. Unsere Wunden beweisen es doch. Nein. Ich meine damit wirklich äußerst anspruchsvolle Aufgaben. Hindernisse, denen ihr vielleicht nicht entkommen werdet. Zum Beispiel? Ihr erreicht bald eine Stadt, wo ihr festgenommen werdet. Festgenommen? Und einer, oder ihr beide, besiegelt seine Aussage mit Blut. Die Stadt, die ihr durchqueren werdet, ist einzigartig. Willkommen in Genussstadt. Erschaffen wurde die Stadt von dem schrecklichen Apollyon. Und zwar genau auf dem Weg, der zu der himmlischen Stadt führt. In der Stadt ist ein Jahrmarkt, der seine Pforten niemals schließt. Und dort werdet ihr allem begegnen, was ein menschliches Herz verführen kann. Sieh nur, Fortunata, die habe ich hier noch nie gesehen. Durch diese Stadt müsst ihr hindurch. Kommt näher, Freunde. Wie wär's mit einer Fahrt? Gewandt. Es wird ihr seid Herz nicht zu erfreuen. Zögerlich. Wollen Sie nicht eine Zigarre kaufen? Seid euch vorher bewusst, was ihr tun werdet, möchten wenn Sie ihr einen die Drink? Stadt betretet. Viele sind gescheitert, die schon ein Auge auf die Ewigkeit geworfen hatten und mit dem anderen noch in Darf der Gegend. Darf ich Ihnen meinen Stand zeigen? Sie sind neu hier, oder? Versuchen Sie Ihr Glück. Brauchen, hier kann man sich eine neue Kleidung ich verspreche oder nicht. Es. Wir haben dessen Jacken, Hosen, einfach alles. Kommen Sie mit, jetzt zielen Nein. Sie doch nicht so. Nein! Was wir haben möchten, verkaufen Sie hier nicht. Das, Sir, ist unmöglich. Ich weiß nicht. Was geht denn hier vor? Was ist der Grund für diese Störung? Diese seltsamen Fremden behaupten, dass das, was sie brauchen, hier nicht verfügbar sei. Und infolgedessen haben sie unseren Jahrmarkt unterbrochen. Na dann, auf zum Richter! Was? Wir haben doch nichts gemacht. Lasst mich durch! Lasst mich durch, sage ich! Gut, dass Sie da sind. Es ist dringend. Was genau ist denn hier los? Wer wagt es, unseren Jahrmarkt zu unterbrechen? Was? Diese beiden Fremden. Was haben Sie getan? Gar nichts. Gar nichts? Gar nichts? Ja, exakt. Die wollen an gar nichts teilnehmen. Die wollen auch nichts kaufen. Die machen überhaupt nichts. Ihr habt also mit eurem Nichtstun unseren schönen Jahrmarkt gestört. Da kann man nur eins machen. Ruft die Geschworenen. Geschworene! Alle anwesend. Gut. Wo sind die Zeugen? Herr Neid und Frau Ruhmgewinn. Kennen Sie die Angeklagten? Ja, seit mindestens 15 Minuten. Und was haben Sie gegen sie zu sagen? Die behaupteten, dass wir nicht hätten, was die beiden haben wollen. Und was, glaubt ihr, könnte das sein? Frieden, Spaß, Lachen, Selbstlosigkeit, Geduld, Zufriedenheit. Und eine Krone, die niemals verblassen wird, neben den anderen Dingen. Verkaufen wir das? Ob wir das haben, weiß ich nicht. Ruhe im Gerichtssaal! Ruhe im Gerichtssaal! Los, rede!
Verkaufen wir denn irgendwas davon? Natürlich nicht. Das ist Genussstadt und nicht La La Land. Ich wüsste nicht mal, woher man diese Dinge bekommen sollte. Nun, gerade wurde ich darüber informiert, dass die Dinge, die Sie suchen, hier nicht verkauft werden. Alles andere jedoch findet man zuhauf. Auf unserem wunderschönen Jahrmarkt. Und das ist ausnahmsweise wahr. Denn die Dinge können nur vom König erlangt werden, der sie allen gibt, die sie begehren. Denn diese Eigenschaften kann man nicht einfach mit Geld kaufen. Man trägt sie tief im Herzen, damit man ein besserer Mensch wird. Gibt es Beweise, dass diese wundervollen Dinge wirklich existieren? Bei des Königs Ehre. Nun dann, zeigen Sie sie. Das sind aber keine Dinge, die man in die Hand nehmen kann. Die wunderschönsten Dinge sind die in unserem Herzen, die wir dringend brauchen, wenn wir in Not sind. Denn vor allem dann ist ihr Wert am offensichtlichsten. So, so. Darf ich dann etwas vorschlagen, mein Herr, damit wir sehen, was uns alles entgeht? Und was wäre das? Wir steinigen Sie natürlich. Steinigen? Steinigen? Herr Grausam? Treten Sie näher! Was soll das Ganze? Der Jahrmarkt wurde unterbrochen. Ist das nicht schon schlimm genug? Ich möchte mein Urteil fällen. Aber die Einwohner noch nicht. Was wollen Sie denn damit sagen? Haben Sie nicht gesehen, wie die auf die Kommentare dieser Männer reagiert haben? Ich sage, bestrafen Sie sie hart und öffentlich, auf dass unser Volk Beweise dafür hat, dass diese beiden Dummköpfe nichts haben von diesem Frieden, Liebe, Selbstlosigkeit und bla bla bla, mit der sie sich so rühmen und damit unsere Einwohner sehen, dass sie gar nichts, rein gar nichts verpassen. Oh, verstehe. Ja, in der Tat. Dann ist ja alles klar. Ich werde mein Urteil verschieben, bis die nötigen Beweise eingereicht sind. Beginnt mit der Steinigung und setzt den Jahrmarkt fort! Was machen Sie da? Lassen Sie mich los! Endlich! Endlich geht der Spaß wieder los! Ich hab das so vermisst! Endlich bin ich wieder glücklich! Sie halten sich wohl für was Besseres! Das ist ja besser als der Jahrmarkt. Sie haben was? Jeden Schlag hingenommen, jeden Stein, jede Beleidigung. Und Sie haben kein einziges Mal zurückgeschlagen? Nein, Sie haben sogar versucht, Ihre Angreifer anzulächeln. Nein, wie gemein. Wie unnatürlich von denen. Das ist ja furchtbar. Ich sage, je eher wir sie loswerden, desto besser. Wir sind uns also einig. Bringt die Gefangenen rein! Die Beweislage war für uns nicht zufriedenstellend. Unser Verhalten entsprach doch unserer... Ruhe! Ich verurteile euch zum Tode. Was? Fangt mit ihm an! Das geht nicht. Oh doch, das geht. Nein! Und jetzt, Herrschaften, zurück zum Jahrmarkt! Getreu! Getreu! Mach dir keine Sorgen, mein lieber Bruder. Darauf hat uns Evangelist doch vorbereiten wollen. Heute... besiegel ich meine Aussage mit meinem Blut. Nein, getreu. Mach dir keine Sorgen, dass ich vor dir abgeführt werde, Bruder. Halte getreu. Durch. Und wir sehen uns bald wieder. Getreu. Wir sehen uns bald wieder. Getreu. Keine Sorge, deine Hinrichtung ist doch erst morgen. Oh. Schwert hinweg. Oh, getreu. Mein lieber Bruder, getreu. Getreu, mein lieber Bruder, getreu. Gib mir Kraft und hilf mir. Hilf mir, bitte, bitte. Das gibt's nicht.
Der Jahrmarkt geht weiter und wir bewachen jemanden, der so gut wie tot ist. Du sprichst mir aus der Seele. Aber ich habe eine Idee. Du kannst gehen und dich auf dem Jahrmarkt vergnügen. Ich halte Wache. Wieso müssen wir beide hier rumstehen? Du kommst zurück und wir wechseln uns ab? Ach, ich weiß nicht. Hey, es wird niemand erfahren. Du verrätst nichts und ich... Schweig still! Bis später! Bitte! Du bist einer der Wächter aus dieser Stadt und ich gehe nicht mehr zurück. Das werde ich auch nicht. Ich bin nicht hier, um sie festzunehmen. Ich bin hier, um mit ihnen zu fliehen. Als ich hörte, was ihrem Gefährten... Getreu. Ja, als ich gehört habe, was Getreu gesagt hat, hat mich das sehr berührt. Ich bin nicht der Einzige in Genussstadt, der so darüber denkt. Da sind noch andere. Vielleicht ist das der Grund, wieso der Weg durch diese Stadt verläuft. Damit andere Reisende Leuten wie dir helfen können. Ich habe alles zurückgelassen. Ich kann nicht mehr zurück. Dann solltest du wohl mit mir gehen. Aber mir ist gerade aufgefallen, dass wir nicht mal unsere Namen kennen. Hoffnung. Hoffnung? Dann schlafe jetzt, denn wie dein Name schon sagt, tapfere Hoffnung, morgen setzen wir unsere aussichtsreiche Reise fort. Mein guter Bruder Getreu, du bist nicht umsonst gestorben. Der Weg ist ganz schön steinig hier. Sieh mal. Wieso laufen wir nicht einfach auf dieser Seite des Pfads? Und was ist, wenn uns das von unserem Weg abbringt? Wie soll das gehen? Die verlaufen parallel. Guck doch, Seite an Seite, soweit das Auge reicht. Ich bin sicher, wenn wir hier rübersteigen, klettern wir später über die Mauer zurück und meiden den gesamten Steinweg. Folge mir. Ich kann den Pfad überhaupt nicht mehr sehen. Wir müssen den ganzen Weg wohl wieder zurücklaufen. Ich hätte nie gedacht. Oh nein. Ich weiß nicht, Hoffnung. Ich glaube wirklich, wir sollten wieder zurück. Aber wir sehen überhaupt nicht, wo wir lang müssen. Sieh! Hier! Lass uns dort etwas Schutz suchen. Hier können wir etwas warten. Es sollte bald vorbei sein. Was haben wir denn hier?
Wie lange sind wir jetzt hier? 6 Tage. Nichts zu essen, nichts zu trinken. Das ist alles meine Schuld. Das haben wir doch jetzt schon so oft besprochen. Aber es war meine Idee. Und ich habe zugestimmt. Das solltest du dir also bitte endlich aus dem Kopf schlagen. Wir sind verdammt, du und was? Ich. Hast du die Knochen da unten gesehen? Ehrlich gesagt will ich das nicht. Wir sind tot. Hoffen wir nur, er kommt nicht nochmal runter. Oh! Oh. Ich glaube nicht, dass ich das noch länger ertrage. Was? Ihr seid immer noch am Leben? Ich habe euch doch alles gegeben, um es zu beenden. Messer, Kreuz, Seil. Was soll ich noch tun? Wieso bringt ihr es nicht einfach hinter euch? Ihr macht mich wirklich sehr wütend. Was ist passiert? Ist er ohnmächtig geworden? Nicht schon wieder. Oh, nein. Ich hätte auf Mama hören sollen, als sie mich gewarnt hat, dich zu heiraten. Ich hätte doch jeden anderen Riesen haben können bei der Schönheit, die ich damals war. Aber nein, ich wollte ja den hübschesten Kerl. Und jetzt seh dich an, ohnmächtig wie eine alte Frau und noch kein Stück gearbeitet. Du bist ein Faulpelz. Oh, ich könnte ihn... Wieso hat sie uns nicht umgebracht? Sie hätte es doch tun können. Weil sie es nicht kann. Was? Hast du ihre Hände gesehen? Ihr kleiner Finger hätte uns schon erdrücken können. Das ist, weil sie... die beiden, aber... sie können's nicht. Wieso ist mir das nicht früher aufgefallen? Ich habe wirklich keine Ahnung, was du meinst. Sie... da oben, was hängt da an der Wand? Was siehst du? Schädel? Einen großen Schädel, einen größeren Schädel? Nein, in der Mitte, das Wappen dort. Das ist der Name dieses Reiches, dieses Schlosses. Verzweiflung. Das hier ist das Schloss der Verzweiflung. Deswegen wollen die, dass wir uns selbst töten. Deswegen können wir hier auch nicht raus. Warte, ich glaube, ich verstehe. Was hat dieser Riese gesagt? Wieso bringt er es nicht einfach hinter euch? Siehst du es nicht? Die können nicht töten. Sie können nur die Situation so furchtbar für dich machen, dass du es selbst tust. Bisher hast du doch immer einen Ausweg gefunden, oder etwa nicht? Es muss einen Weg rausgeben, das muss es doch. Keine Hoffnung. Nein, keine Hoffnung! Keine Hoffnung! Das war ich. Das war ich in dem Käfig. Also jetzt verstehe ich nicht. Was ist das Gegenteil von Verzweiflung? Ich weiß es nicht. Hoffnung. Was ist das? Unser Ausweg. Ruhig jetzt. Nur noch ein bisschen weiter. Wir sind frei. Hoffnung. Hoffnung.
Was war denn das? Du nichtsnutziger Alter! Bleib ruhig, bleib ruhig. Reg ihn bloß nicht auf. Putschipu! Oh, willst du nicht aufwachen? Es gibt Neuigkeiten. Die Gefangenen, sie sind ausgebüxt. Schneller! Schneller! Du kriegst sie, Schnullerbacke! Oder ich erwürge dich. Komm zurück! Weiter so, Schatz! Du machst das sehr gut! Wirklich sehr, sehr gut! Du nichtsnutziger Trampel, du! Ach, herrje! Schneller! Schnapp sie dir, du alter, idiotischer Nichtsnutz! Komm aufstehen! Hier lang! Ich hätte auf dich hören sollen, Mama! Aber nein! Ich hätte doch sonst jeden Riesen haben können, aber ich wollte ja den hübschesten Kerl! Ganz schön blöde. Jetzt sieh ihn dir an, der stinkende Nichtsnutz. Jetzt muss ich mich auch noch bücken und ihm aufhelfen. Oh, der ist wirklich zu nichts zu gebrauchen. Stell dir mal den Ärger vor, den dieser Riese von seiner zeternden Frau bekommt. Der wird verzweifeln, so viel ist sicher. Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Der Weg geht ab hier nicht mehr weiter. Und trotzdem werde ich euch leiten. Willkommen in den herrlichen Bergen des Königs. Ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Danke, lieber Hirte. Mein Name ist Christian. Und du bist Hoffnung. Ihr seid bekannt und geliebt. Sagen Sie, kennen wir uns? Zum Teil. Ich denke, ihr werdet erfreut sein zu hören, dass ihr ganz in der Nähe der Stadt seid, nach der ihr euch so sehr sehnt. Und für die ihr sehr viel in Kauf nehmen musstet. Das sind sehr gute Neuigkeiten. Und der Rest des Weges? Wird es sehr gefährlich? Lasst euch eins mit Sicherheit gesagt sein. Ihr geht diesen Weg nicht allein. Denn der König führt euch. So wie der Hirte seine Schafe. Er geht immer etwas vor, auch außerhalb der Sichtweite der Schafe. Ich gebe euch eine Karte für den Rest eurer Reise. Achtet auf schmeichelnde Worte und schlaft nicht auf dem verzauberten Boden. Habt das Licht der Stadt immer im Blick. Wir werden tun, was du sagst, guter Hirte. Aber nur eine Frage, ist das der Weg, der uns zu... Wo ist er auf einmal hin? Er erwähnte eine Karte. Hast du sie bekommen? Das Gleiche wollte ich dich auch gerade fragen. Oh, die wäre jetzt wirklich sehr nützlich gewesen. Ich weiß nicht, welche Richtung wir nehmen sollen. Na, wenn das keine schöne Aussicht ist. Es passiert bei weitem nicht jeden Tag, dass man auf andere Pilger in dieser Gegend trifft. Nun, ich bin allein und freue mich über eure Gesellschaft. Ich bin Christian und das ist mein guter Freund Hoffnung. Diese Namen, sie deuten auf ihre guten Charaktere hin, nicht wahr? Sie wollen in die himmlische Stadt, nehme ich an. In der Tat, das wollen wir. Dann sollten wir ein Stück zusammengehen. Aber die Lichter der Stadt kommen doch von der anderen Seite. Oh, ja, es scheint. Kommen Sie schon. Ich weiß ganz genau, was ich hier tue.
Ich kann Menschen nämlich sehr gut einschätzen. Und ich akzeptiere eine Gesellschaft nur von Leuten, die dieselbe Haltung und Leidenschaft wie ich teilen. Wir haben wirklich versucht, gläubig zu sein. Wir hatten zuerst schon unsere Schwierigkeiten. Christian übertrifft mich jedoch sowohl in Tugend als auch mit seinem Mut, denn er hat seine Reise viel früher als ich begonnen. Ich bewundere ihn sehr. Und von dem, was ich hörte, tue ich's auch. Ach, kommt schon. Ich bin nun wirklich kein gutes Vorbild. Nein, nein, nein. Sie sind zu bescheiden. Teilen Sie mit mir doch bitte eines Ihrer mutigen Abenteuer und ich werde für immer in Ihrer Schuld stehen. Ich weiß nicht. Das waren so viele. Ah, diese Bescheidenheit. Er hat den Sumpf der Mutlosigkeit überlebt. Diesen abscheulichen Tümpel. Und auch das Tal der Erniedrigung. In dem so viele verrückt geworden sind. Wir sind aus dem Schloss der Verzweiflung geflohen. Was bisher scheinbar nur wenigen gelungen ist, gemessen an den vielen verstreuten Knochen, muss ich hinzufügen. Ich sollte mich vor ihnen verneigen. Oh, und ich habe Apollyon bekämpft. Schon gehört? Oh, Sie sind wirklich der größte... der größte Narr, wollte ich sagen. Sie... Überraschung. Dachtest du, wir würden so schnell aufgeben? Lassen Sie uns gefälligst raus. Seht ihr diese Stränge? Sie werden durch eure eigene Prahlerei gewebt. Und ich befürchte, dass euer eigener Stolz euch tatsächlich in die Quere gekommen ist. Lassen Sie uns gehen. Ein Jammer, dass du dich nicht von deiner Frau verabschieden kannst. Oder sollte ich sagen, Witwe? Nein! So ein Schmeichler. Was? Er ist ein Schmeichler. Und wir sind ihm in die Falle gegangen. Wann werde ich das nur jemals lernen? Lass uns nicht wieder verzweifeln, Christian. Aber jetzt werde ich nie... Stopp! Bitte! Geben wir die Hoffnung nicht auf. Wir müssen uns die Worte des Hirten vor Augen halten. Achtet auf schmeichelnde Worte. Davor meine ich. Ihr geht den Weg nicht allein. Und das werdet ihr auch nicht. Das hat weh getan. Eine Rettung, Hoffnung, kostet uns manchmal Wunden. Habt ihr den Hirten der herrlichen Berge nicht angetroffen? Doch, haben wir. Hat er euch keine Karte gegeben? Nein, aber Ratschläge. Und hat uns gewarnt. Aber die Karte gab er uns nicht. Die Ratschläge des Königs sind eine Karte, Christian. Haben sie euch nicht gezeigt, wo man langgehen muss und wohin besser nicht? Doch, haben sie. Mittlerweile weiß ich das. Seid wachsam mit jedem Atemzug, denn ihr steht kurz vor dem Ende eurer Reise. Woher sollen wir wissen, wenn wir da sind? Wenn ihr am Rande des letzten Schattens steht, der Grenze, hinter der das Böse keine Macht mehr hat, wo das Alte für immer bleibt und die Neuheit des Lebens beginnt. Fürchtet euch nicht, sie zu durchqueren, denn eure ewige Stadt liegt dahinter. Ihr werdet eure Schritte tiefer oder flacher vorfinden, wenn ihr an die Überlegenheit des Königs glaubt. Wo läufst du denn hin? Siehst du nicht die Stadtlichter da hinten? Ich suche nach einem Übergang. Christian! Christian! Das verstehe ich nicht. Es scheint, als käme man nirgends drüber hinweg. Kein Weg drumherum. Kein Weg drüber weg. Nur hindurch. Was willst du damit sagen? Ich kann doch nicht... Siehst du denn nicht, was das ist? Das ist der letzte Schatten. Die Grenzen, hinter der das Böse keine Macht hat. Tod.
tot? Wo das Alte für immer bleibt und die Neuheit des Lebens beginnt. Wir können diesen Schritt gehen. Aber wir können dann nie mehr zurück. Ich gehe. Hoffnung? Christian, ich werde es tun. Und ich? Ich nicht. Aber du musst, du bist so weit gekommen. Um den Weg für andere freizumachen. Zum Beispiel für meine Frau, für meine Familie, um sie zu retten. Und genau das kannst du nicht tun. Der Weg wurde schon für die anderen geebnet. Und zwar von demselben, der ihn für euch ebnete. Ihr seid ausgewählt zu folgen. Und glaube mir, die Menschen in eurer alten Heimat haben nicht gerade wenig über euch beide geredet. Die anderen kommen nach. Aber auch meine Frau und die Kinder? Diese Frage, lieber Christian, müssen Sie selber beantworten. Aber wenn Sie es tun, würdest du sie dann auch nur bis hierher führen? Oder zu einem neuen und ewigen Leben, wo das Böse keinen Anteil hat? Ich werd's tun. Ich muss. Hoffnung. Auf unserer Reise sagtest du immer, dass der König dich nie hintergangen hat. Dass seine Versprechungen wahr wurden. Ich weiß, dass er mich nicht enttäuschen wird. Auf bald, lieber Bruder. Hoffnung. Er ist weg. In der himmlischen Stadt, mit allem, was euch versprochen wurde und was ihr beide die ganze Zeit so fleißig gesucht habt. Nun? Ich habe Angst. Und das ist vollkommen normal. Du hast dem König dein Leben anvertraut, Christian. Und ich, lieber Freund, sollte ihm vertrauen. Mit meinem... Wir werden uns wiedersehen, Christian. Wenn die Wellen dich überwältigen, wenn sich die kalten Arme des Todes um deine elende Seele legen, dann werde ich da sein. Nein! Ihr werdet eure Schritte tiefer oder flacher vorfinden, wenn ihr an die Überlegenheit des Königs glaubt. Hilfe! Du bist der Hirte. Das bin ich. Ich bin der gute Hirte. Wo ist das Blut? Ich habe geblutet. Es war nicht dein Blut, Christian. Es war meins. Du musst dir um Wunden keine Sorgen mehr machen. Denn du bist an dem Ort angekommen, wo das Alte vergangen ist und die Neuheit des Lebens beginnt. Willkommen, Christian. Willkommen. Sei willkommen in der himmlischen Stadt.
Christian! Bruder! Christian! Willkommen! Christian, mein lieber Bruder! Hoffnung! Getreu! Meine Freunde, meine Brüder! Ich wünschte, meine Familie könnte das sehen! Dass sie auch noch kommen! Dass sie auch noch kommen! Ich weiß, das wird dir das Herz brechen. Und meins auch. Aber ich werde mich auf den Weg machen, weil ich nicht daran zweifle, dass das Buch die Wahrheit spricht. Ich habe diesen Seiten ein Versprechen entnommen, das ich in meinem Herzen tragen werde. Das Auge hat nicht wirklich gesehen, das Ohr hat nicht genau gehört. Auch kann sich niemand vorstellen, welch wunderbare Dinge der König vorbereitet für diejenigen, die kommen, um ihn aufzusuchen. Christian! Er ist am Leben! Jungs, Jungs, wacht auf! Euer Vater ist am Leben! Of his spirit washed in his blood.